Ja, vielleicht wäre es gut, wenn ich mal beim Anfang anfange. Und ich habe also 1975 habe ich angefangen, da habe ich ein DAAD-Stipendium bekommen für die Niederlande. Und da habe ich in Zusammenarbeit mit Heiner Holzappels haben wir ein Kunstkonzept entwickelt. Und wir waren eigentlich unzufrieden mit der klassischen Kunst. Wir sind also ausgebildete Maler. Und dann haben wir nach nächtelangen Diskussionen haben wir uns dann sind wir darauf gestoßen, dass wir wollen eine Kunst haben, machen, die direkt ist und die erfahrungsgerichtet ist. Und so sind wir auf die Performancekunst gekommen, obwohl wir damals 1975 noch gar nicht genau wussten, was es eigentlich war. Und dann haben wir eigentlich angefangen und haben mit Selbsterfahrung. Und wir haben die Kunst, haben wir irgendwie als einen Rahmen angesehen, wo wir unsere eigenen Erfahrungen machen konnten. Und die wir dann, die Erfahrungen, die waren direkt erfahrbar dann wiederum von den Zuschauern. Und später haben wir das dann verändert oder ausgedehnt, dass wir die Kunst oder den Kunstraum geschaffen haben, um die Zuschauer Selbsterfahrungen machen zu lassen. Also wir haben dann als Künstler haben wir mehr dafür gesorgt, dass da die, sagen wir, die Voraussetzungen waren, dass die Besucher oder Zuschauer, dass sie selbst die Erfahrung machen konnten. Und das haben wir gemacht, zum Beispiel wir haben mit Hypnose gearbeitet, wir haben in einem tropischen Garten danach haben wir einen Pfad ausgelegt, wo Leute selbst Erfahrung machen konnten, wo sie mit Kopfhörern, Geschichten hören konnten. Und das hat alles geendet mit einer geleiteten Fantasie, wo sie also noch mehr mitgenommen wurden. Und zur gleichen Zeit ging es mir auch immer dann um die Wirkung von der Kunst. Also wir wollten direkt, im direkten Kontakt Erfahrungen machen, erfahrungsgerecht. Und wir wollten natürlich auch, wie jeder Künstler, nehme ich an, eine Wirkung erzielen mit dem, was wir machen. Ja, was auch wichtig war in unserer Kunst, das war, dass wir uns immer in Grenzbereichen aufgehalten haben. Wir haben also die Grenzbereiche sowohl psychisch als physisch, die haben wir gesucht und haben versucht, da Erfahrungen zu machen. Und diese Grenzbereiche, die führten uns zum Beispiel auch in die Psychiatrie. Wir wollten also auch, waren interessiert gerade daran, um zu sichtbar zu machen, was eigentlich nicht sichtbar ist. Zum Beispiel, um was unter der Oberfläche sich befindet. Das ganze psychische Arsenal, was da liegt und was da eigentlich schlummert und wo wir normalerweise auch keinen Zugang zu haben, das hat uns fasziniert. Und so wurden wir auch fasziniert durch die Welt, sag mal, in der Psychiatrie von den psychisch Kranken. Und wir haben versucht, um durch das Mittel der Kunst, um Zugang zu finden, irgendwo einen Zugang zu finden zu der Welt, die wir eigentlich normalerweise als Außenstehende oder nicht in dieser Welt Lebende, wo wir eigentlich nicht den direkten Zugang zu haben, was wir auch nicht verstehen können. Man sagt das leicht, ja, die sind verrückt oder das ist was ganz anderes. Aber irgendwo haben wir auch Teile oder haben wir auch Aspekte von dieser Welt. Es ist also nicht so, ich sehe das auch nicht so, dass hier sind die Kranken und hier sind die Gesunden, sondern ich sehe das auch wirklich, dass die Kranken vielleicht auch nur krank sind, weil sie nicht mehr den Übergang finden zurück zu der normalen Realität, wie wir sie alle kennen. Und so haben wir also auch ein Projekt gemacht in Holland, wo wir in der Psychiatrie ja doch Research oder Untersuchungen heißt auch der Katalog, den wir darüber gemacht haben und wo wir versucht haben, ohne Bild eine eigene Bildsprache zu erfinden, wo auch für den Zuschauer, aber in erster Linie für uns etwas begreifbar wird von dieser eigentlich unbegreifbaren Welt. Ein anderer wichtiger Aspekt in meiner Arbeit ist auch die Selbsterfahrung. Ich kann also zurückblickend noch sagen, alles, was ich gemacht habe bis jetzt, das ist gestuhlt auf eigene Erfahrung und Selbstexperiment. Das habe ich mit mir selbst gemacht und das habe ich auch mit den Besuchern oder Zuschauern oder was auch immer, wie man das immer nennt, auch gemacht, dass wir experimentell versucht haben, uns irgendetwas, einen Zugang zu finden, zu dem, was unter der Oberfläche sich abspielt. Also die Kunstmedizin
die hat sich eigentlich in der Form niedergeschlagen, wo ich, was ich also selbst nenne, auch Medizinschränkchen. Und wir kennen die Medizinschränkchen aus dem Badezimmer von früher mit dem Roten Kreuz drauf und dann dem Jod und dem Pflaster und der Schere drin. Und ich habe das übertragen, diesen einfachen Begriff, den jeder kennt, auf die Kunst und habe gesagt, nee, das, ich will jetzt ein Kästchen bauen. Und das habe ich in erster Instanz auch für mich gemacht, auch wieder im Selbstversuch. Will ich ein Kästchen machen, wo eine gewisse Anordnung von bildnerischen Elementen ist, die, wo ich von überzeugt bin, eine heilkräftige Wirkung haben. Daher die Kunstmedizin und daher Medizinschränkchen. Und das habe ich eigentlich sehr schön, finde ich, ist mir das gelungen in einem Projekt im Wasserturm in Geldern. Das habe ich 2008 gemacht. Da habe ich durch die lokalen Zeitungen habe ich die Bevölkerung aufgerufen, um mir Übergangssituationen aus ihrem Leben zu schildern und mir kleine symbolhafte Gegenstände mitzubringen, die stehen für diese Übergangssituation. Und das war ein ganz Spektrum von der ganzen Bevölkerungs-, wie sagt man, Skala von Geldern eigentlich, ne? Vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Richter, war also alles dabei. Und ich fand es ganz bemerkenswert, dass die zu mir kamen, obwohl sie mich ja auch überhaupt nicht kannten und mir das Vertrauen entgegenbrachten, um mir ihre Geschichten zu erzählen. Und im Gegenzug habe ich dann für sie, habe ich dann die Gegenstände, die sie mitgebracht haben, habe ich wieder aufs Neue geordnet und habe auch Sachen weggelassen, habe Sachen zugefügt und habe ihnen ihre Geschichte, ihren Übergang, habe ich wieder ihnen zurückgegeben in der Form angeordnet in einem kleinen Medizinschränkchen. Und das war eine sehr schöne Aktion, weil ich auch gesehen habe, dass die Leute wirklich angetan waren und berührt waren, dass es eine Wirkung hatte. Das konnte ich sehen. Und das war ich nicht allein, die das sahen, sondern das war einfach so eine Tatsache. Und das habe ich selten in der Kunst so den direkten Austausch, wo es mir auch immer darum geht. Ich mache also auch, für mich ist es ganz wichtig, dass ich im direkten Kontakt mit den Menschen, für die ich was machen will, auch stehe. Und dass es nicht über abstrakt oder über, ich male ein Bild im Elfenbeinturm und hänge das in der Galerie und man spricht dann über das Bild, sondern ich will das also direkt im direkten Austausch machen. Und da knüpfe ich eigentlich an eine Tradition, was man früher also bei Stammesritualen, früher hat man also die Übergangssituation, wie wir alle kennen, also wir fangen, die Großen sind ja Geburt, Heirat oder auf jeden Fall Pubertät oder Erwachsenwerden, Heirat, Krankheit, Tod. Und dazwischen sind zahllose andere kleinere Übergänge. Und um die Übergänge, die ja auch sehr eingreifend, einschneidend sind in unserem Leben und wo wir auch oft auch denken, ja, bekommen wir jetzt unseren Halt, um uns da, um diese Situation, uns diese neuen Situationen stellen zu können. Und da gab es Rituale, die den Menschen geholfen haben, um diese Situation meistern zu können, um sich wieder im täglichen Leben die integrieren zu können. Und die haben wir aber leider nicht mehr oder beinahe nicht mehr. Und an diese Tradition knüpfe ich eigentlich an. Und ich sage, die Übergangssituation, die, wenn die geschildert wird, das ist schon ein Akt, wo man für sich selbst irgendwas deutlich macht, seine Geschichte reflektiert und die übergeben sie mir, dem Künstler. Und der Künstler, der lässt das durch sich durchgehen, die Geschichte, und hat natürlich auch dann direkt auch die Gegenstände vor sich und ordnet eigentlich die Geschichte, ordnet die persönliche Geschichte des Übergangs, wird aufs Neue wieder geordnet. Also die heilende Tiefenwirkung der Kunst im Laufe der Jahrhunderte ist natürlich ein sehr großes Thema, aber ich bin doch der Meinung, dass sich die insofern gewandelt hat, dass das durch die Aufteilung der Kunst, eigentlich was früher, sagen wir, auch im Mittelalter war das ja noch, wenn man in eine gotische Kirche ging, da hat jeder verstanden eigentlich noch, warum die Decken eine bestimmte Bemalung hatten, warum die Fenster eine bestimmte Bemalung hatten und auch eine Aufteilung, warum die Säulen eine bestimmte, was die Bedeutung davon war, das erschloss sich dem Betrachter oder dem normalen Bürger erschloss sich das. Und heutzutage hat man doch die Kunst
ist doch irgendwo auf den Sockel gestellt worden, ist irgendwo heilig erklärt worden, ist in spezielle Gebäude, in meiner Meinung auch verbannt worden, die nennt man dann Museen oder, wenn sie verkauft werden, Galerien. Und das hat nicht dazu geführt, dass die Wirkung der Kunst sich erhöht hat oder dass die Intensität, auch die Heilkräfte, die da drin enthalten sind, dass sie sich entfalten können. Das ist für mich hat es vielleicht so was, als ob man eine schamanistische Gegenstand unter eine Käseglocke legt. Und früher war das doch viel selbstverständlich, eigentlich war es mehr eingebunden in das tägliche Leben. Da haben die Schamanen mit dem Stamm zusammen gewohnt, die hatten eine bestimmte Rolle, alles war festgelegt und man wusste eigentlich, woran man war. Und es war integriert im täglichen Leben. Und heute ist es eben nicht mehr integriert, sondern man macht eben einen Ausflug oder es ist was Besonderes. Und das finde ich, dass das nicht der Heilkraft der Kunst zugutekommt.